Hallihallo, ihr Lieben, hier ist die Abby. Ja, die liebe Wendy und ich, wir haben wieder ein gemeinsames Projekt gestartet. Und ja, es ist diesmal so eine Art Foto-Challenge, würde ich sagen. Und zwar muss sie mir jeweils drei Sätze geben. Also, was so eine Art Szene beschreibt, würde ich sagen. Also, nur so einen kurzen Satz. Und aus diesem Satz, also anhand von diesem Satz, muss ich ja versuchen, ein Foto zu erstellen. Ich finde das echt super, super interessant. Sie fand das übrigens auch super interessant. Ihr könnt dann auf jeden Fall bei der lieben Mindy vorbeischauen. Da gibt es dann jeweils die, ja, die drei Sätze, die ich ihr, sag ich mal, aufgetragen habe, aus denen sie dann ja Fotos erstellen muss. Und ich mache jetzt in dem Video ihre drei Sätze, die sie mir gegeben hat, aus denen ich jetzt hier drei Fotos erstelle. Genau. Ich finde es, wie gesagt, super interessant, aber wir haben uns überlegt, wir machen vielleicht. Ja, wir machen vielleicht jeweils erstmal drei Fotos, die wir selbst machen und daraus bildet sich dann die Szene oder halt der Satz für die jeweils andere. Also ich hoffe, man versteht, wie es gemeint ist, aber wir starten einfach mal mit dem Video und ja, dann werdet ihr schon, glaube ich, sehen, wie das Ganze dann funktioniert. Ja, okay, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Video. So, okay, alles klar. Ich bin jetzt mal hier in Südhof. Hier ist so ein bisschen einsam, weil ich habe mir überlegt, ich könnte ja mit dem magischen Pferd hier erstmal eine Szene machen. Also wie gesagt, ich erstelle hier eine Fotoszene, dann überlege ich mir einen Satz und diesen Satz bekommt dann die liebe Windy, wo sie dann auch anhand von diesem Satz ein Foto erstellen muss. Ich finde das echt interessant auch zu sehen, wie sie das nachher umsetzt. Ich würde sagen, ich mache mich mal hier als Wildpferd vielleicht und vielleicht können wir das auch hier so verwandeln. Oh Gott, wirklich sehr pink. So, und dann schaue ich mal, was wir hier für ein Foto machen können. Weil ich habe mir so gedacht, vielleicht könnte man ja, ja, das so ein magisches Pferd irgendwie machen, was dann mit normalen Pferden hier unterwegs ist. Hier waren doch irgendwo die Wildpferde. Die habe ich doch gerade hier irgendwo gesehen. Muss ich mal kurz schauen, wo die jetzt hin sind. Ich würde fast meinen, das ist die erste Szene. Und jetzt brauchen wir natürlich noch einen Satz. Ja, noch einen Satz dafür. Okay, also ich habe jetzt mal überlegt, wie man diese Szene hier nennen könnte. Wie wäre es damit? Ein ungewöhnliches Pferd sucht die Nähe von gewöhnlichen Pferden, weit weg von Menschen, weil hier sind ja sowieso keine Menschen hier in Südhof. Und ja, ein ungewöhnliches Pferd wäre ja jetzt auch hier das Urpferd. Also, beziehungsweise das magische Pferd und ja, die Welsh Ponys, die hier so, ja, hier herumlaufen, sind eben gewöhnliche Pferde. Ich glaube, das ist ganz in Ordnung, ja. Und jetzt bin ich gespannt, wie die liebe Windy das jetzt umsetzen wird, ja. Ob das vielleicht Ähnlichkeit mit meinen hat, wir werden sehen, ja. So, okay, für die nächste Szene bin ich mal hier in Moorland, habe mal meinen Pony dabei und habe mich umgezogen, weil ich mir so eine, ja, irgendwie so eine Szene gedacht habe, dass vielleicht, ja, keine Ahnung, dass sie vielleicht irgendwie ausgegrenzt wird oder so. Und mit den Bobcats kann man das immer ganz gut, glaube ich, machen. Da stelle ich sie mal hier so her, mal sehen. Ich weiß auch noch nicht, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich mir das jetzt hier vorstelle. Und natürlich könnte das Pony treu an ihrer Seite sein. Ja, ist gar nicht so einfach, muss ich sagen. So, okay, ich versuche das mal eben kurz zu basteln, ja. So, schaut mal, hier habe ich doch eine wunderschöne Szene. Natürlich ist jetzt hier diese Münze blöd dazu, aber naja. Jedenfalls, ich weiß nicht, ich finde, das sieht so ein bisschen aus, die hier hinten, die könnten über sie vielleicht lästern oder so. Und sie wollen auch nicht so richtig mit ihr zu tun haben. Ich würde diese Szene fast nennen, das einsame Mädchen wird von den anderen ausgegrenzt, nur ihr Pony ist treu an ihrer Seite. Ja, so könnte ich mir das eigentlich ganz gut vorstellen. Ich bin gespannt, was die liebe Windy daraus bauen wird aus diesem Satz. Und ich glaube, ich mache hier noch einen Filter rein. Ich finde, das kommt eigentlich ganz gut so zur Geltung, oder?
Ich finde es okay. So, ich würde sagen, dann machen wir noch die letzte Szene für die liebe Windy, also zumindest dann den Satz daraus. Und dann setzen wir die drei Sätze um, die mir die Windy gegeben hat. Ja. So, okay, ich bin jetzt mal ja hier im Grüntal, habe jetzt mal hier das ja, Heidrun genommen und ich weiß noch nicht, ob ich es verwandle oder nicht. Ja, ich denke mal, ich werde es verwandelt lassen. So, okay, ich mache mich mal hier noch als Wildpferd, weil ich wollte wieder so eine Pferdeszene machen. Wildpferd werden, genau. Und ich habe auch gerade gesehen, hier scheint so ja die Sonne hier rein. Da muss ich mal schauen, stehe ich denn jetzt hier mitten in der Sonne? Ich stehe eigentlich schon genau richtig, ne? Ich habe keine Ahnung, ob es noch eine Stelle gibt, wo mehr Grün drumherum ist, weil ich habe mir so vorgestellt, dass so ein, es ist halt ein verwildertes Pferd irgendwie, so sieht das aus. Oh, wie süß. Ja, und jedenfalls, wo dann so Licht reinscheint. Also ich habe da schon was im Kopf, aber schau mal, ob ich vielleicht noch eine andere Stelle finde. Oh, schaut mal, ich habe mir jetzt mal hier diesen Strahl hier hergeholt. Ui. Oh nein, das stimmt, der geht ja weg. Ach, schade. Ich wollte den Strahl jetzt hier so rein machen. Ah, hier oben sind auch solche Strahlen irgendwie. Vielleicht kann man das ja. Wartet mal, so vielleicht. Ja, schade, dass das nicht so. Ich habe mir das so ein bisschen anders gedacht irgendwie. Aber gut, dann machen wir das eben. Sehr schwierig. Es ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. So, okay, ich glaube, ich habe eine süße Szene gefunden. Also ich finde das irgendwie schön, ja. Hier oben sieht man halt noch so ein bisschen das Licht, aber leider auch nicht so sehr. Oh, ja, so, ich würde fast so machen. Genau, ich glaube, also ich glaube, das sieht echt ganz süß. Also ich finde das echt hübsch. Ah, ja, ich bin gespannt, wie Windy das dann umsetzt. Also diese Szene würde ich fast jetzt nennen. Okay, ein verwildertes Pferd ist umgeben von grünen Wäldern und Sonnenlicht, weil es halt im Tag ist. Aber ich hätte mir halt vorgestellt, dass hier noch mehr Sonne halt leuchtet so. Aber ich glaube, so ist es auch okay. Ja, das sind dann also jetzt die drei Sätze für die liebe Windy. Wenn ihr das sehen wollt, wie die liebe Windy jetzt diese drei Szenen umsetzt, dann müsst ihr bei der lieben Windy vorbeischauen, ja. So, genau. Und im nächsten Schritt werde ich jetzt die drei Fotos erstellen anhand von den Sätzen, die mir die liebe Windy gegeben hat. Oh, ich bin super gespannt, sage ich euch. So, okay. Ja, jetzt setzen wir hier die Szenen um, die mir die liebe Windy vorgegeben hat. Also die Sätze, die sie mir gesagt hat. Und da wäre jetzt der erste Satz oder halt die erste Szene. Ein wunderschönes Pferd versteckt sich an einem einsamen magischen Ort. Deswegen habe ich jetzt hier schon mal den Andalusier hier genommen, dieser schönen Farbe hier. Ich finde, da es ist ein wunderschönes Pferd, auch mit diesen geflochtenen und so. Ich glaube, das passt da ganz gut dazu. Und genau, als magischen Ort habe ich mir jetzt mal hier den Steinkreis genommen, weil ich kann leider nicht nach Pandoria, weil ich ja diese ja, Quest hier noch nicht weitergemacht habe. Also ich komme jetzt hier leider nicht rein. Deswegen können wir das ja so machen. Obwohl so, vielleicht kann man das auch so hier machen. Nee, das gefällt mir nicht so. Das gefällt mir nicht so. Hier haben wir nicht so viel zum Verstecken, weil hier oben können wir leider nicht hin. Deswegen, vielleicht kann man das hier hinter der Mauer machen. So, okay, dann laufe ich hier mal so rückwärts. Ich wollte es ungefähr irgendwie so machen, dass das eben so aussieht, als würde es sich hier verstecken. Aber das, ich glaube, der muss noch ein Stückchen weiter nach hinten. Vielleicht so, in der Art. Ja, ich würde es eventuell irgendwie so machen wollen, aber kann man das nicht höher machen? Also, nee, es geht glaube ich nicht. Ich hätte gerne das noch ein Stückchen weg, aber ich komme ja leider jetzt nicht weiter rum. Sieht das aus, als ob sich's versteckt? Ich glaube schon, ne? Oh, das sieht aber geil aus, oder? Ich finde, das sieht richtig gut aus. Da kommen die Mähne so schön zur Geltung, aber vielleicht nicht ganz so doll. Doch, ich glaube, das könnte man tatsächlich so lassen. Ja, also ich denke, das ist die erste Szene. Also ein wunderschönes Pferd versteckt sich an einem einsamen magischen Ort. Ich glaube, das ist ganz in Ordnung so. Ja, ja, ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ich bin auch echt mal gespannt, wie die Windy das dann um ihre eigenen Szenen dann so umsetzt oder dann halt kreiert. Ja, es wird ziemlich spannend.
Okay, also ich würde sagen, machen wir mal mit der zweiten Szene weiter. So, okay, ihr Lieben, ja, für die zweite Szene habe ich mir jetzt mal hier das, ja, das Fonsi rausgekramt, weil ich dachte mir, vielleicht passt die Szene ja hier ganz gut im Mondsicheldorf. Und zwar heißt die zweite Szene: Ein Mädchen beobachtet heimlich ein magisches Pferd an einer Quelle. Und ich glaube, das könnte ganz gut passen hier von der Szene her. Aber ich weiß noch nicht genau. Wow, ich darf natürlich nicht hier reinfallen. Ach so, ich glaube, ich muss erstmal das Pferd hier natürlich alles absatteln und so. Das mache ich jetzt eben mal ganz schnell. Ich werde es aber verwandeln und zwar so machen. Ja, es ist gar nicht so einfach, die ganzen Szenen hier so zusammenzustellen. Okay, ich lasse es mal hier so stehen und gehe jetzt mal auf die andere Seite. Eventuell so könnte ich mir das schon ganz gut vorstellen. Das Einzige, was mich jetzt hier stört, also sieht eigentlich schon nicht schlecht. Also ich finde es schon nicht schlecht. Aber ich finde, das könnte noch ein bisschen mehr am Wasser sein oder so. Ich schaue eben mal, wo ich das jetzt hinstelle und ja, ich bin gespannt. So, okay, ich glaube, das sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Also ich finde, wir können ja mal hier noch die Tageszeit so ein bisschen ändern. So. Also ich finde schon, also das ist jetzt, gut, man sieht jetzt das Wasser hier leider nicht so besonders gut, aber es ist auf jeden Fall im Wasser drin. Und sie beobachtet es hier, wie es halt in dieser Quelle ist. Es ist ja eigentlich eine Quelle, glaube ich. Und ich mache mal hier noch den Filter anders. Oh, ich finde diese Filter echt schön, muss ich sagen. So als Szene finde ich das nicht schlecht. So, ich würde das fast so lassen. Also, ich finde es eigentlich ganz okay. Ich finde es in Ordnung. Es ist ja auch so, er soll ja, also, ich möchte ja auch nicht erreichen, dass das Pferd irgendwie jemanden selbst beobachtet oder schaut, ob jemand kommt, sondern das Pferd halt ja so beschäftigt ist. Ich finde, das Fonsi passt ja auch ganz gut rein. Ist ja auch ein magisches Pferd. Und ja, ich würde die Szene tatsächlich so belassen. So, okay, dann würde ich sagen, machen wir die nächste Szene. Und ich glaube, da müssen wir eben mal zur Starshine Ranch. So, okay, die dritte Szene, die mache ich jetzt hier bei der Starshine Ranch. Habe jetzt mal hier das Quarters dazu genommen und habe mich auch ein bisschen westernmäßig angezogen. Denn ja, die dritte Szene heißt ein Rodeo-Ritt zur Mittagszeit. Das Problem ist, ich habe leider keinen Mustang, dass ich dann hätte irgendwie Rodeo machen können. Aber ich habe mir gedacht, wir können es ja auch einfach vielleicht anders versuchen. Ich weiß nicht, wie das eventuell mit dem Springen könnte vielleicht auch so ganz gut passen. Oh, ich glaube, das ist sogar direkt ein Volltreffer, oder? Also ich finde das schon ziemlich cool irgendwie. Ja, ich kann ja hiervon mal eben kurz ein Foto machen. Ich habe leider, wie gesagt, kein. Aber obwohl, das sieht eigentlich auch fast so aus, als würde das ein Rodeo machen, oder? Obwohl, das kann man sich vielleicht jetzt auch einbilden. Aber die Sonne bekomme ich natürlich jetzt nicht hier. Wo ist denn die Sonne jetzt? Die kriege ich leider nicht ins Bild, sonst hätte ich gerne irgendwie hier die Sonne oder so gehabt. Aber ich finde so generell diese Szene, das wäre dann gleich ein Volltreffer, schon irgendwie nicht schlecht. So, das ist auch, glaube ich, auf jeden Fall so Mittagszeit ungefähr. Genau, so, jetzt mache ich mal noch die Schärfentiefe. Bekommt das Pferd die Schärfe ab? Also ich finde, wie gesagt, ich finde das cool. Ja, ich finde es nicht schlecht. Ich mache mal hier noch so einen Filter rein, so dass das so ein bisschen wie ein Westernfilm wirkt. Aber ich glaube, das funktioniert nicht so ganz. Nee, da würde ich doch tatsächlich versuchen, das doch vielleicht so zu machen. So hier. Doch, ich finde das eigentlich nicht schlecht. Aber ich glaube, das ist cooler hier mit dem Sepia. So hier, ich würde es vielleicht so machen. Ich finde es gut. Ich werde das so lassen. Ich mache mal hier schnell von ein Foto, dass mir hier nichts abstürzt. Okay, also ich glaube, ich werde es so lassen. Ja. So, okay. Ich würde sagen, das sieht cool aus, ja. Oder wie findet ihr es? Na, doch, ich finde es nicht schlecht.
So, okay. Also, wie gesagt, das waren jetzt alle Fotos. Wir haben es alle umgesetzt. Wir haben auch die Fotos erstellt, beziehungsweise uns die Szenen überlegt für die liebe Windy. Schaut auf jeden Fall mal bei der Windy vorbei. Da macht sie dann auch dasselbe. Und ja, ansonsten würde ich sagen, das war's dann jetzt an der Stelle mit dem Video. Und genau. Ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video ja wieder. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und bedanke mich fürs Zuschauen und bis bald, ihr Lieben.